Hallo in die Runde. Die Skat-Saison ist in vollem Gange, ist bei Einzelmeisterschaft über Himmelfahrt. Letztes Wochenende Deutsche Einzelmeisterschaft DSKV in Würzburg und jetzt am Wochenende Ligaspieltag im DSKV. Das heißt für mich, in der ersten Bundesliga darf ich auch mal wieder ran. Wir fahren zum zentralen Spielort nach Bad Hersfeld. Da werden 8 Serien gespielt, 5 am Samstag, 3 am Sonntag. Verfolgt das gerne mit über skatguru.de, stalkt uns ein bisschen. Im Moment sind wir, die Elmhorster, noch auf Platz 1 der Tabelle, wollen mal gucken, ob wir diese Position halten können. Und um euch ein bisschen darauf vorzubereiten, ein bisschen einzustimmen, habe ich jetzt noch eine Partie mitgebracht vom ersten Punktspieltag aus meiner letzten Serie. Die vorletzte Serie lief richtig mies, aber in der letzten Serie kam dann wieder Karte für 1500. Aber auch in solchen Serien gibt es ja immer diese Schlüsselspiele und das hier war eine davon. Bei Passe, Passe bekomme ich also dieses Riesenblatt in Vorhand. Ja, bleiben eigentlich nur 3 Fragen. Was drücken, was spielen und wie die Partie eröffnen. Euer Auftritt. Ja, also das Drücken zum Beispiel ist doch schon mal nicht so besonders schwer. Das ist ein richtig gutes Blatt. Also Kreuz 10 muss natürlich wohl in den Keller und eine Piklusche, ganz normal. Und dann die Spielansage. Ja, das ist eigentlich die Frage. Wer von euch bringt das über sich jetzt hier nicht, den Grand zu taufen und den vermeintlich sichereren Karo zu spielen? Das ist doch wirklich so ein bisschen die Frage. Und ich denke, ah, das täte richtig weh und mit den 10 Augen im Keller und ohne Gegenreizung, habe ich auch gesagt, da, das wäre wirklich ein bisschen Feigheit vor dem Feind. Wir machen hier mal den Grang los und Aufschlag, ja, dann nochmal die Frage, traut sich einer hier einen Buben auszuspielen? Könnte man natürlich machen, aber wenn dann die Jungs in einer Hand stehen, dann sieht es richtig finster aus, dann wird wahrscheinlich der Bube abgezogen und es kommt ziemlich viel Kreuz und Pik, das Ding kann einem gnadenlos aus der Kurve fliegen. Also, die vermeintlich sichere Eröffnung ist natürlich das Karo Ass, denn wenn jetzt hier der Karo nicht zu dritt steht, dann ist das Spiel meistens gewonnen. Man kann das noch ein bisschen hinkonstruieren, auch wenn dann Karo 10 mit dem König und dem Bauern gestochen wird, dann auf der Lusche die 21 getroffen werden, dann haben sie 37, dann müssten sie immer noch einen herzvollen stechen und dazu idealerweise sogar noch Kreuz Ass durchbringen oder 2 Bilder. Also das müssten sie erstmal auf den Tisch hinspielen. Wenn das Karo Ass läuft, ist das Spiel in aller Regel gewonnen. Und dass die zu dritt dagegen stehen, das ist ja nur so 20%. Aber was heißt denn hier eigentlich nur so 20%? 20% ist eine ganze Menge und genau so passiert es dann auch. Und dann können wir hier gerade mal sehen, wie schnell hier so ein Spiel wieder am Abgrund steht, ohne dass richtig viel passiert ist. Denn das Erste, was jetzt passiert ist, Mittelhand, der ja schon theoretisch eine kleine Ahnung haben könnte, wo ich Karo Ass anfasse und er König Dame 7 hat, der hat ihn jetzt noch nicht mal mit der Dame oder so beschwert. Also sie hätten hier auch schon ein Bild mehr haben können, haben aber gerade erst 13 Augen. Dann hat es hier sehr schön vorgetragen, der Spieler, Moment, Pik Ass kam eben nicht, es kam Pik 10. Moment mal bitte, das habe ich doch hier falsch vorbereitet. Wo ist sie denn, die Pik 10? Da ist die Pik 10, das Pik Ass verstecken wir jetzt hier nochmal schnell wieder. Pik 10, von mir die Pik Lusche und aus Hinterhand der Pik König, 27. Und jetzt wurde umgezogen auf die Herzdame. Und ja, irgendwie habe ich mich natürlich ein Stück weit gefreut, denn ich brauche ja einmal dieses Tempo, überhaupt das Anspiel, um mir noch eine Karolusche hochzuspielen. Andererseits sieht die Herzdame doch auch schon irgendwie ein bisschen vergiftet aus. Und einen Buben ziehen kann ich mir gleich ohnehin auch nicht leisten. Also vielleicht war es nicht mal ganz konsequent, dass ich hier nur die 10 gelegt habe. Aber so ist es passiert. Und dann schnippel die Wipp, kam hier der nächste Bube aus der Hecke gehüpft. Und ja, was haben sie jetzt? 13 plus 14, 27 plus dieses hier sind 42. Ja, und das Spiel ist ja im Prinzip mausetot. So war also hier die Karte verteilt. Ich decke es mal auf. Und was sollte der Spieler jetzt hier zum Beispiel fortsetzen? Beziehungsweise, was sollte er nicht fortsetzen? Und das war jetzt hier mein Glück. Der Spieler muss natürlich wissen, dass Pik Ass noch bei seinem Partner ist. Das hat er ihm ja wunderbar angezeigt, indem er eben nur die Pik 10 gezogen hat. Und jetzt geht es an sich nur noch darum, die Vollen richtig zu verwalten. Er weiß ja auch, dass er noch den Stich mit Karo König macht, ganz sicher.
Und es ist auch zu erahnen, dass noch ein Herzstich drüben beim Partner sitzt. Also normalerweise einfach Kreuz Ass, dann bin ich doch sofort Schachmatt. Na, kann ich stechen, Karo 10, Karo Lusche spielen, um mir hier die Karo Lusche hochzuspielen. Abwerfen bringt mich auch nicht voran. Und auf Karo König fliegt dann Pik Ass rein auf 57. Danach gibt es noch den Herzstich. Es sind ohne Ende Bilder da, um das um genug anzubieten. Aber jetzt kam zu meinem großen Glück Pik Dame auf den Tisch. Pik Dame, hier muss das Pik Ass gelegt werden. Ich kann stechen, spiele jetzt auch Karo oben, unten und habe jetzt eben wirklich das Glück. Auf den Karo König kann nur der Kreuz König reingehen und auf 50 und dann kann ich meine Herz Lusche quasi, dann muss das Kreuz Ass von da angeboten werden und ich kann meine Herz Lusche auf 7 Augen bekommen, sie dann noch auf 57. Das heißt, ich habe tatsächlich das Spiel nach diesem Stich hier mit 63 gewonnen. Es ging hier darum, dass einfach der volle falsch angeboten ist, also im Team muss man auch ein bisschen chinschen, wie man die Vollen platziert, damit es dann immer reicht. Ja, und warum zeige ich euch das jetzt? Was ist eigentlich die Moral? Ich wollte es einfach nochmal, weil ich es so interessant bei diesem schönen Spiel finde, euch nochmal zeigen. Was wäre denn passiert, wenn ich jetzt hier Karo gespielt hätte? Wenn ich die vermeintlich bessere Variante und sicherere Variante gewählt hätte? Der Sechstrümpfer, der einfach noch stabiler aussieht und sich eben auch an sich gegen diese unschöne Verteilung wehren soll, der wäre mir also sowas von gnadenlos aus der Kurve geflogen, dass das schon wirklich nicht mehr schön ist. Das wäre ein richtiges Gemetzel geworden. Also beim Karo wäre ich natürlich nicht mit dem Trumpf Ass gestartet, sondern wahrscheinlich mit dem Buben. Gut, jetzt hatte ich eine Mini-Chance, dass hier Mittelhand mit dem Bauern raufgeht, aber ehrlich gesagt, in der ersten Bundesliga, ich halte den Zug nicht für besonders stark. Der hat ja sonst auch nicht so viel dabei, ist eine Farbe frei. Also wahrscheinlich wird er doch hier wirklich ein Bild legen. Vielleicht spart er schon ein Auge so auf Verdacht. Aber dann geht es eben gnadenlos weiter. 7 Augen und bei einem Farbspiel hätte doch jetzt wohl dieser Spieler auch nicht ein Pik-Volles gezogen. Beim Grang, wo nur wenig Trümpfe unterwegs sind, ist das eine logische Schlussfolgerung. Erstmal einmal auch die Stärke zeigen, gucken, was damit los ist. Aber beim Farbspiel wäre mit Sicherheit auf den kurzen Weg jetzt die lange Farbe gekommen. Ja, und dann geht das Elend los. Ein Stich. Und was sollte der Spieler jetzt hier machen? Sehr wahrscheinlich, wo in Herz auch schon diese starke Beikarte gefunden ist. Klar, mit ein bisschen Glück spielt er Kreuz unter durch, aber es ist natürlich auch für mich nicht super. Kreuz 7, Kreuz, lass da mal Kreuz 7, 8 liegen, könnte ich die Pik-Lusche natürlich günstig abwerfen. Dafür fliegt danach das Herz Ass wieder aus der Kurve und auf den Bauern geht immer noch ein Pik-Voller rein. Danach kann mir der andere Pik-Voller angeboten werden. Also selbst bei Kreuz unter durch gewinne ich nicht, aber ich halte es trotz alledem noch für wahrscheinlicher, dass jetzt Pik kommt, quasi so aus dem Lehrbuch, jetzt aus dem ohne das Ass ein Bild spielen, höchste Karte, eine hohe Übergabe suchen, die hätte genau funktioniert. Und dann wäre es hier also zum zweiten Abstich gekommen. Und ja, ganz egal, er kann jetzt auch mit dem Buben stechen, mich mit Trumpf 7 anspielen und dann das Kreuz Ass auf den Herzstich legen. Oder er sticht jetzt mit der Lusche, zieht den Buben ab, ganz normal, sage ich jetzt mal, auf dem Level, sammelt erstmal hier die Pik 10 ein und kann jetzt das Kreuz Ass anbieten. Also so oder so, sie werden irgendwie Richtung 70 Augen marschiert und so gesehen war es wirklich Glück, dass ich das Ding hier als Farbspiel gemacht habe. Und was am Ende des Tages bleibt, das einzige Spiel, was normalerweise gewonnen wird, ist der Grang mit Bube raus. Also der komplette Wahnsinn, die gerade mal etwas mehr als 50-50-Chance, die hätte uns hier ohne Probleme das Spiel gewinnen lassen. Ansonsten waren wir an sich mit jeder Karte verraten und verkauft. Und das bei dieser Keulen-Ausgangskarte. Stellt euch das mal vor. Und das ist, wenn wir so wollen, hier für mich die Moral von der Geschichte. Skat bestraft manchmal eben auch die richtigen Entscheidungen. Ich glaube, es wäre schon solider gewesen, wirklich Karo zu spielen, diese 20% Verlustchance gegen einen Karo-Abstich für voll zu nehmen. Und manchmal belohnt es eben auch ja, diese Fehlentscheidung. Und noch mehr hätte es belohnt, hier einen Buben rauszuspielen und damit umzugehen, dass das Spiel manchmal eben auch Fehler belohnt und richtige Züge bestraft, das ist, ja, das finde ich psychologisch richtig hart, aber das macht auch wieder die Freude an dem Spiel aus. Also, wer aktiv ist, dem wünsche ich gut Blatt am Wochenende. Für alle anderen viel Spaß und hoffentlich schaut der eine oder andere uns in der Liga zu, wie wir uns die Karten an den Kopf schmeißen. Macht's gut und habt ein schönes Wochenende.